Ja, hallo Leute und herzlich willkommen. Heute mal zu einem etwas anderen Video. Ich habe ja jetzt seit langer Zeit nichts von mir hören lassen, beziehungsweise keine Let's Plays hochgeladen oder andere Videos. Das lag daran, das habt ihr im Infovideo gehört, dass ich meinen Computer resettet habe und ich da eben ein paar Sachen geändert habe. Und dann hatte ich da Ärger mit Bandicam und bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich jetzt Bandicam wieder und kann jetzt auch wieder aufnehmen. Im Hintergrund ist die Seite von PlanetSide offen, Internet Explorer, weil ich mir noch keinen anderen geholt habe. Und ja, ihr seht es, Roadmap. Ich wollte mal ein bisschen was dazu sagen. Es ist zwar schon ein bisschen länger her, aber es hat mich einfach nur noch genervt. Und es nervt uns alle eigentlich. Ich kam mit dem Robin drauf. Also, jetzt haben wir hier zum Beispiel Juni, also den momentan, also wo ich es aufnehme, haben wir den 16. Am 17. werdet ihr sehen. Und das ist halt im Juni, kommt jetzt nichts Besonderes raus. Zum Beispiel, das kommt glaube ich noch, weiß ich jetzt nicht. Da hat sich glaube ich auch noch nichts geändert. Wobei, doch, ich glaube, das ist schon der Esemir Battle Closer, ja, dieses Monat noch kommen. Glaube ich immer noch nicht dran. Und ja, ihr könnt es ja selbst lesen, so ein paar Sachen. Die neuen Alarmtypen sind da. Für die Sanderer, die No-Deploy-Zonen sollen verkleinert werden. Ob die schon sind, weiß ich nicht. Outfit-Tournaments sind noch nicht drin. Und ja, es ist eigentlich lächerlich. Ihr könnt es ja selbst drauf tun. Ich poste den Link in die Beschreibung. Dann hätten wir im Juli kommt eben sowas wie die Implantate endlich mal raus. Glaube ich zwar immer noch nicht dran. Und endlich wieder die Dekonstruktion der Fahrzeuge soll im Juli wieder gehen. Aber frühestens wahrscheinlich wieder so gegen entweder Anfang oder Ende von Juli. Und dann soll man auch Ressourcen dafür wiederbekommen. Was das heißt, weiß ich nicht. Outfit Recruiting soll sich ändern. Dann increase the number of vehicle cosmic slot, weiß ich auch nicht. Dann sollen endlich die Flammenwerfer für die Max rauskommen. Wer glaubt, dass sie rauskommen? Träumt weiter. Juli, Playmate Decoys, weiß ich auch noch nicht, was das heißen soll. Dann im Juli die Server Transfer Token, also dass man die Server ändern kann. Also mir zu gehen, ich weiß nicht, wenn das kostenlos ist. Müssen wir mal noch reden, aber dann gehen wir glaube ich auf einem anderen Server, weil Amelia ist aber zum Ausstehen. Das kann nicht mehr sein, wie du da spielst, das ist schrecklich. Dann sollen noch die Empire Specific Fighters, also Reaver, Sky, Mosquito, ein Update kriegen mit neuen Waffen und so weiter. Denn, wo waren wir hier? Weiß ich nicht. Ich habe mich mit der auch noch nicht so auseinandergesetzt. Und da ich auch nicht besonders gut Englisch kann, kann ich es euch jetzt auch nicht sagen. Ihr könnt es ja selbst lesen. Emerish Battleflow soll kommen. Oh, das würde ich mich auch freuen, dann haben alle drei Kontinenten mal als Battleflow. Wobei das wahrscheinlich immer noch nicht kommen wird. Dann wieder irgendwelche Anweisungen für neue Spieler, was jetzt schon im 09er kam. Das Tutorial am Anfang. Weiß nicht, ob ihr schon mal gespielt habt, ich schon. Dann hätten wir einen August. Okay, im August sollen endlich diese Player-Generated Missions kommen. Glaube ich nicht dran. Dann, wenn zum Beispiel zu 65% unser Outfit an der Eroberung der Basis beteiligt war, soll da so ein Schild kommen, dass wir da am meisten davon beteiligt waren. Dann Third Screen Room Map. Keine Ahnung. Dann soll das Klassen-Update Infiltrator kommen. Neuer Todesbildschirm mit mehr Informationen. Das Outfit Leaderboard. Alles ist jetzt halt nicht so nötig. Dann September, mein Lieblingsmonat. Denn da soll endlich Hossin rauskommen.
Ich habe einen Testserver noch nicht, sonst wüsste ich jetzt, ob es auf dem Testserver schon raus ist. Den muss ich jetzt noch downloaden. Aber im September soll endlich der neue Kontinent kommen. Wir freuen uns. Ja, endlich. Ich glaube nicht dran. Aber endlich. Wäre saugeil, wenn. Dann Intellect Fake Chickle, weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch noch nicht. So richtig. Dann soll das Fahrzeug-Update für die Galaxy kommen. Was auch immer so kommen will. Dann hätten wir den Oktober. Im Oktober soll das Recertification-Item kommen, also dass du all deine Zertifizierungspunkte zurücksetzen kannst und nochmal neu verteilen. Dann soll endlich ein neues Voice Pack kommen. Ich wäre so glücklich, wenn das kommt. Dann die Faction Pistols, also Fraktionsüber, nicht übergreifend, fraktionsspezifische Pistolen. Sollte er eine automatische Pistole kriegen, in 10 Shotgun-Pistole und VS, also Warnung, soll eine aufladbare Pistole kriegen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und dann soll noch das Klassen-Update vom Combat Medic, also vom Sunny kommen. Mal schauen, was da dann wieder kommen wird. Da hätten wir den Monat November. Da kommt dann das Continent Locking, also wenn jetzt seit wir zum Beispiel auf Esemir sie komplett bis zum Warp Gate zurückgedrängt haben, sollen die von dem Kontinent runtergeschmissen werden, können nicht mehr auf ihm kämpfen für was weiß ich wie viele Stunden, das haben sie noch nicht bekannt gegeben. Dann Vehicle Zooming, dass man die von einem Kontinent zum anderen beamen kann. Nicht, dass wenn du dir einen Reaver geholt hast und dir das Team dann plötzlich Kontinentwechsel macht, du dir die aufgeben musst und keine neue holen kannst, sondern dann kannst du mit denen einfach rüber. Dann das Vehicle-Update für den Liberator, also Fahrzeug-Update für Liberator, was auch geil ist. Dann was eher unnötig ist, und zwar diese Namensänderung im Spiel, dass du deinen Namen ändern kannst. Und dieses, ja, wie ich gesagt, weiß ich nicht. Doch, habe ich ja gerade erklärt. Nein, weiß ich nicht. So, Dezember. Da kommt das Klassen-Update für Engineer. Das stand davor noch auf November. Haben sie schon wieder umgesetzt auf Dezember. Ich könnte sie langsam echt umbringen dafür. Weil wir wollen jetzt endlich wissen, was da alles kommt, ob der dann Sandsäcke und sowas aufbauen kann. Und dann kommen noch die, keine Ahnung, wann sie kommen, Sachen. Und zwar das Vehicle-Update von Zenera, was eigentlich diesen Monat kommen sollte, haben sie jetzt auf Anschalt gestellt. Dann das Gifting, also Geschenke, Items verschenken, ist auch Anschaltet. Dieses Classroom-Map für die Live and Light Assault ist auf Anschaltet, die Ingame-Mail ist Anschaltet, der Orbital-Strike ist leider auch Anschaltet. Das Vehicle-Update für die Main-Battle-Tanks heißt Prowler, Mag-Rider, und Vanguard steht auch auf Uncharted. Das Vehicle Update vom Lightning, Fahrzeug Update vom Lightning steht auf Uncharted. Dann das Klassen Update der Schweren steht auf Uncharted. Diese Facebook und Twitter Integration braucht man eh nicht unbedingt, aber steht auch auf Uncharted. Dann Towns, keine Ahnung, das ist neu, steht auch auf Uncharted. Zeppeli Containers steht auch auf Uncharted, das sollen so Container sein, die in der Gegend rumliegen und man muss dafür irgendwie einen Schlüssel aus, ne, gewisse Menge an Zerts bezahlen, um sie diesen Container öffnen zu können und dann sind da irgendwie besondere Item-Sachen oder so drin. Dann diese Air-Vehicle Passenger Transport, dass man sich da irgendwie reinspawnen kann und mitfliegen und dann wieder abspringen. Wäre bei einer Galaxy ja geil. Steht auf Uncharted. Dann die KD Vibe Item. Keine Ahnung, was das sein soll. Steht auch auf Uncharted. Das wäre dann auch alles. Ja, damit dann noch viel Spaß. Ich werde heute Abend vielleicht aufnehmen am 16. mit Manuel und Robin und mal schauen, vielleicht kommt der Julian auch. Ich will es hoffen. Da könnt ihr ruhig mal vorbeischauen, wenn ihr dieses Video seht. Wäre dringend mal wieder nötig, ins Test zu schauen. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.